So, wir sind wieder da, Leute, in Akt 1 von Dreadout. Wir haben uns diesen Teddy hier ein bisschen angeguckt im letzten Part. Und geh doch jetzt mal gucken, was das für ein Teddy ist. So bringt er uns nichts. Du willst mir jetzt sagen, dass das hier einfach alles nichts bringt, oder wie? Ist das dein Ernst? Wow. Hi! Ja, Licht hier ausmachen ist meine erste Idee gewesen. Das bringt wirklich nichts? Doch, es hat auf jeden Fall was getriggert. Das ist unsere Freundin wieder da, die uns gerade angerufen hat. Die in Akt 1 ja dann auch eine etwas größere Rolle spielt. Zumindest für einen kurzen Moment. Wie blöd die lächelt. Ich glaube, jetzt so in dem Haus ist das Letzte, was ich tun würde, so bescheuert zu lächeln, ey. Ja, natürlich. Und das komische Echo und deine Stimme ignoriere ich einfach. Genauso wie dieses dumme Gelächter. Ich kann gerade nicht laufen. Nicht, dass ihr euch wundert. Okay, die ist hinten rechts um die Ecke gerannt. Ja, das komische Echo deiner Stimme und dein krankes Gelache ignoriere ich einfach. Warum auch? Ich folge dir einfach. Du bist ja meine Freundin. Ich habe ja nichts zu befürchten. Sie ist nach rechts gerannt. Es ist entweder geradeaus oder hoch. Ich gehe von hoch aus. Weil oben momentan noch nichts war. Sie fragt, ob hier in irgendeinem dieser leeren Zimmer zum Beispiel was ist. Ja, hier ist er. Wow. Ja, was soll ich denn machen, wenn sie mehr als einen HP hat? Bin ich tot, oder? Ja, bin ich. Willkommen im Limbus. Das ist einfach die Todesszene, wo wir hier sind. Aber was soll ich denn machen in diesem kleinen Fickraum? Wie soll ich denn da ausweichen? Für die, die es lesen wollen, mal so ein bisschen ins Dings gerückt. Wir müssen einfach in Richtung Licht gehen und werden dann wiederbelebt. Ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt Game Over gehen kann. Ob man irgendwann nicht mehr im Limbus kommt oder sonst was. Was geht denn jetzt ab? Weil ich gestorben bin, oder wie? Also ich höre was weinen und ich höre diese kranke Frau immer noch lachen, wie sonst was. Okay, du bist jetzt wahrscheinlich die echte, oder? Du wurdest wahrscheinlich jetzt vom Geist befreit. Ich schwebe gerade zu dir. Ja, und ich gleite hier einfach mal vor dir rum. Aber ich schwebe hier noch so wunderschön. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Immer noch nicht. Ah, Schlüssel. Ich kann mich bewegen. Objekt-Update. Das heißt... Objekt-Update heißt... Ja. Aber ich... Ach, wo ist die Bitch?
Bau dich mal wieder auf, Level. Die geht mir nämlich dezent auf den Sack. Die Lache kommt ganz klar hier raus. Bitch. Oh Gott! Da ist er. Komm her. Hier gebe ich's. Tot? Nein. Sie portet sich. Wohin? Sie backt. Da ist er. Das ist doch die gleiche wie in Akt 1, ganz am Anfang, oder? Auch wenn sie da nicht so ultras rumbackt. Habe ich dich jetzt endlich? Nein, immer noch nicht. Jetzt? Nein, es ist immer noch ein Geist hier in der Nähe. Jetzt nicht mehr. Okay, das, was ich da höre, ist das Weinen unserer Freundin gerade. Ist das geplant gewesen, dass die mich tötet? Weil hier jetzt wieder alle Türen zu sind und die hier plötzlich in diesem Raum steht. Ich meine, ausweichen hätte ich doch wohl nicht geschafft, oder? Ich weiß es jetzt natürlich nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen, ob man da schafft auszuweichen, diesen kleinen Pissraum, in dem ich mit ihr in dem Moment eingesperrt war. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel und kommen wahrscheinlich jetzt durch diese Tür. Gehe ich mal ganz stark von aus. Die Sache ist natürlich, wollen wir es momentan? Also das, was ihr momentan so habt, gesagt eigentlich nein. Weil jetzt ist wenigstens dieser Bereich hier clear. Naja, aber hier sehe ich wahrscheinlich immer noch nichts, ne, was hier so dumm am Klingeln ist. Aber es wird auch weder rot noch blau der Rand meines Bildschirms, wenn ich da bin. So, den Moskito hatte ich hier. Magst du nicht mitkommen? Bist du dir ganz sicher? Ich meine, du sagst zwar, du kannst dir diesen Platz nicht verlassen, aber heulend da in der Ecke rumsitzen, ist wahrscheinlich nicht sonderlich hilfreich. Hier bin ich ja wieder gestartet. Man hört jetzt ja überhaupt keine Geräusche mehr, ne? Ich gehe gleich nochmal zum Teddy am gucken. Miau. Mein kleiner Freund. Nein, im Suchtzimmer ist auch nichts Neues. Miau. Wurde der Typ in eine Katze verwandelt oder was? Keine Ahnung, warum da oben auf einmal so plötzlich eine Katze rumläuft. Ich geh mal zum Teddy. Zum wunderschönen kleinen Teddy. Ach ja, merke ich jetzt gerade wieder. Wir können auch aus der Puste sein, wenn wir zu oft rennen, also zu lange rennen. Nö, hier ist auch nichts Neues. Der hängt ja immer noch ab. Wie gesagt, ich kenne das Spiel, also das Spiel hat mich einmal verarscht, dass wir in einem alten Platz nochmal ganz neue Sachen sind, wenn ich mich hätte umgedreht. Daher. Aber wir sind auch gute Freundinnen. Wir sagen gar nichts erst zu ihr. Wir nehmen den Schlüssel und gehen. Aber die Hauptfigur hat so an sich noch nie wirklich gesprochen. Holy shit, hab ich mir in die Hosen gemacht, Alter. Gott verdammt, das könnt ihr doch nicht machen. Jetzt fängt es erst an zu regnen, wenn ich einen Schritt weiter mache. Wenn es darum geht, diesen Platz zu verlassen, wieso muss ich durch einen Friedhof zu das Ding da gehen? Wenn ich sage, dass ich in friedliche Absicht komme, würdest du es mir glauben und mich einfach ziehen lassen?
Also ich muss zugeben, ich hätte da nichts gegen. Auf jeden Fall ist das hier recht einladend. Also hast du sehr schön dekoriert, muss ich zugeben, mein Freund. Ja, ich laufe gerade extra zu dem. Ich hab's nicht eilig, bei denen zu sein, muss ich gestehen. Da ist eine Kerze. Das ist doch sehr schön. Wahrscheinlich immer noch das Schönste an diesem Ort. Guck mal, ich habe eine Taschenlampe. Klick, 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 klick. Meinst du, wir können handeln? Ich hätte da so eine Freundin, die du gern haben kannst. Die kann eh nicht lieben. Nee, warte mal. Das habe ich nicht gesagt. Du kannst mal eine Freundin haben. Und ich gehe dafür. Denn wenn ich ihnen sage, dass sie Eden nicht verlassen kann, warum sollte er das dann machen? Warum in drei Teufelsnamen? Ich meine, es ist ja nicht mal so, als wäre er pur in der Geisterwelt. Weil diese Geister, die, ich sag mal, pur in der Geisterwelt, also ich nenne es jetzt mal Geisterwelt sind, die kann ich nur durch die Kamera sehen. Den kann ich auch mit bloßem Auge sehen. Also warum in drei Teufelsnamen sollte ich auf den zulaufen, anstatt hier irgendwo anders lang zu gehen? Ich meine, du kannst zwar nicht springen, aber so ein bisschen klettern wäre echt praktisch. Dann müsstest du nicht so einem Vieh in die Hand laufen, in die Arme laufen. Oder in den Arm laufen. Arme hat er ja nicht mal. Schon so ein armer Tropf. Habe ich recht, mein Freund? Du bist ja eigentlich ein ganz friedlicher. Du willst mich nur streicheln, oder? Aber bitte benutzt nur einen Finger anstatt die Hand. Wenn ich dich jetzt fotografiere, bist du mir dann böse? Machst du die Trommelschläge? Diese blauen Kerzen wurden schon mal erwähnt, die sollen Rätsel darstellen, aber in Akt 1 gab es die nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich hier so wohl fühle. Habe ich die nicht gerade ausgemacht, indem ich das fotografiert habe? Okay, mein Freund, erklär es mir. Wie geht das jetzt denn? Ich habe gehört, du bist ein recht netter Geselle und erklärst gerne etwas. Also ich kann die Kerze ausmachen, das habe ich verstanden. Und jetzt? Dann muss ich das Licht dabei auslassen. Nein. Also das wurde schon mal erwähnt in irgendeinem Beitrag oder so, dass es solche Rätsel gibt. Allerdings in Akt 1 habe ich so ein Rätsel nicht gefunden und ich glaube, ich hatte jetzt komplett durch. Hängst du da? Bist du aufgehangen? Also bist du eine echte Puppe? Das wird zumindest erklären, warum ich dich sehen kann. So, also, wir haben hier drei Kerzen. Die eine kann ich an- und ausmachen, indem ich sie fotografiere. Klick. Beim Rest bewegt es nichts. Ich hätte jetzt gesagt, ich müsste sie sogar alle anmachen. Was ist, wenn ich jetzt einfach zurückgehe? Kann ich einfach zurückgehen? So wie ein Vertrauen der Sache nicht so ganz. Weil da hinten war ja auch nochmal eine Kerze, aber das ist keine blaue, das ist eine normale. Wir gucken uns die trotzdem mal an. Irgendwas hat er gerade gebrüllt. Du? Interessant. Weil die Viecher gibt es auch in Akt 1. Oh, da ist noch einer. Ich sollte dich schnell töten.
oder an dir vorbei. Ihr habt relativ viele Schüsse ausgehalten, das weiß ich noch. Such dich bitte. Das hat 5 oder 6 Stück. Aber wirklich gruselig seid ihr nicht mehr unbedingt, wenn man euch kennt. Ein bisschen mehr Abstand bitte. Der braucht nämlich noch so ein paar Schüsse. Ich glaube, ein noch, dann wäre er weg. Ich wollte sagen, es ist immer noch rot. Ne, die Kerze bewirkt nichts. War ja nicht eine Tür mit einem Haus? Warum schwebe ich schon wieder? Bin ich denn jetzt völlig bescheuert? Hier war doch eine Tür mit einem Haus, oder nicht? Okay. Scheiß drauf, brauche ich nicht. Und du bringst mir wirklich nichts? Ja. Oder leuchten da jetzt alle 3 Kerzen, weil ich die Viecher getötet habe? Das könnte natürlich sein. Das wird vielleicht sogar Sinn ergeben. Bin gespannt. Es sieht so aus, als würden sie leuchten. Die leuchten auch. Lass mich raten, ich kann dich jetzt beleben, indem ich alle gleichzeitig lösche. Leute. Ich weiß, es sind noch keine 20 Minuten, aber das gucken wir uns dann doch mal im nächsten Part an. Ich danke euch fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, hallo Leute und willkommen zurück zu Dreadout Akt 1. Und wir stehen hier vor 3 Kerzen und so einem großen Typi. Wir haben vorhin schon 2 Idioten erledigt und jetzt sind hier alle 3 Kerzen auf einmal an. Und wir wissen... Boah, das Gesicht allein schon von dem, ne? Und wir wissen, dass wir... Oh Gott. Na? Puff. Ein Klubschachchen. Okay, warum lädt es? What is happening? Ich habe irgendwie das Gefühl, der Boss zielt uns einfach mal in eine andere Dimension. Wir müssen einen Bossfight gegen den machen. Was denn auch sonst? Das ist ja das Logischste. Ey. Wenn man da so ein Klubschauge hat. Some ghosts have their own weak spots. You don't say. Gibt's den Akt 1, den kann man nur töten, indem man ihn am Rücken fotografiert. Für die Leute, die mal ein altes Display gesehen haben. Die wissen das eh. Nicht wundern, dass ich das gerade übersprungen habe, Leute. Das hier ist der Anfang von Akt 1. Dies werden wir jetzt aber noch nicht spielen. Das werde ich, wie gesagt, nochmal nachspielen für euch. Ich werde den Schluss jetzt einfach nochmal hinter der anderen Folge drin schneiden. Tut mir leid, Leute. Habt ihr jetzt halt eine Begrüßung und 2 Endings. Das war's anscheinend schon mit Akt 1. Das fand ich, ging recht schnell. Und ich hoffe, das Ghostpedia füllt sich jetzt wenigstens. Ich meine, es könnte Sinn ergeben, dass er die nicht reingebaut hat, weil es ja anscheinend ein Traum war. So wie es aussah. Return to Titelscreen.
Yes, ich bin jetzt mal gespannt, ob er wenigstens gespeichert hat. Denn wenn ja, Load Game. Soll das 7 Minuten oder 7 Stunden bedeuten? Egal was es bedeutet, es wäre falsch. Ich gehe nur mal kurz gucken, Leute. Ihr dürft live dabei sein, was das Spiel macht. Weil wir haben ja gesehen, wir haben keine Speicherfunktion. Also ich schneide euch das dann zusammen. Das heißt, Akt 1 hat dann anscheinend nur 2 Parts. Schade eigentlich. Also dafür, dass wir jetzt so lange gebraucht haben, bis da was Neues rauskam, finde ich es dann schon recht, naja. Gut, aber ich freue mich wirklich auf Akt 2, muss ich zugeben, denn ihr werdet sehen, also die Leute, die Akt 1 sowieso schon bei mir gesehen haben, werden dann sehen, was ich, wissen dann, was ich meine. Das Ende ist nämlich schon recht, ja, sie hat gespeichert, okay. Das Ende ist dann natürlich schon recht, ja, extrem, um es mal so zu sagen. Und daher bin ich mal gespannt, was passiert. Und was dann wirklich in Akt 2 passiert. Hier können wir uns auch noch umziehen. Aber ich muss mal schauen. Ich muss ja jetzt irgendwie das Intro auch wieder reinbekommen. Jetzt hat er das Intro gar nicht gestartet. Egal, das sollte er ja starten, wenn ich Akt 1 einfach mal starte. Das heißt, ich filme erst das Intro einmal ab und dann starte ich hier. Ja, so werde ich es machen. Neuen Spielstand, Intro aufnehmen, dann Klamotten aussuchen und dann starten. Okay, ihr habt mitbekommen, wie ich das machen werde. Das nächste Mal geht es in Akt 1 weiter. Das Intro werde ich euch dann nochmal natürlich servieren, muss man sozusagen. Und dann suche ich meine Klamotten aus, in denen wir Akt 1 bestreiten werden. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, Akt 0 hat euch jetzt in dieser Hinsicht gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch bei Akt 1 nochmal ein. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Ciao.